mein liebster Spruch. Ist das Ding schon an? Keine Ahnung, ob das Ding an ist. Ich bin auf jeden Fall wieder ein Wolf für Klamotten. So. Also, willkommen bei den Dressmakers, Video Nummer 3. 3? Ja, 3. Genau. So, ich wollte erstmal nochmal betonen, worum es heute geht. Wir machen einen elastischen Oberteilgrundschnitt für Damen mit Apnea. Das bedeutet für die starke Brust. Genau. Für die, die ein bisschen mehr Brust haben, für die, die eventuell, wo die Proportionen nicht ganz so stimmen. Genau. Einfach damit hier kein Z entsteht, sondern auch ein T-Shirt mal schön angenehm sitzt, aber auch locker und nicht unter Spannung in der Oberweite, sondern angenehm zu tragen ist. Was wir machen ist, wir stellen den Schnitt auf, beziehungsweise ich mache ihn heute für euch, wirklich Schritt für Schritt, Linie für Linie, erkläre euch, wo die Weitenzugaben kommen, wie sich die Zugaben ergeben, wo sie auch sind und welche Formeln es gibt, um zum Beispiel die Halslochbreite zu berechnen, etc., etc., damit ihr es nachvollziehen könnt. Du gehst auch noch auf Apnea und Co. ein? Genau, ich zeige euch dann später, wenn wir ein Modell machen, die Apnea-Verlegung und auch eine Art der Modellgestaltung eines Schnittes für elastische Oberteile. Denn es sind ja auch nicht nur T-Shirts möglich, sondern wirklich alles, was, ich nehme jetzt das böse Wort in den Mund, Jersey, alles, was Jersey anbelangt, Arbeit mit der Overlock, damit es richtig sitzt. Warum machen wir das? Weil wir uns in unserem Dressmakers, und das S ist beabsichtigt, Forum wirklich damit beschäftigen wollen, Kleidung professionell oder vielleicht auf einem gehobeneren Level zu nähen, selbst Schnitte auszuprobieren, euch auch zu zeigen, dass ihr euch wirklich dran rantrauen könnt, dass es keine schwarze Magie ist, dass man erstmal ein bisschen scheitern muss, bevor man zu einem richtigen Ergebnis kommt und dass es dazugehört und dass man immer was dazulernt. Ihr habt ja auch, glaube ich, mein Foto gesehen, wo bei mir der erste Versuch mit dem Nessel tierisch in die Hosen ging. Genau, da haben nämlich Ober- und Untertritt gefehlt. Genau. Wie gesagt, wird nie vergessen. Das ist mir eine Lektion. Genau. Jetzt immer bedenken. Genau, traut euch ruhig an Kleidung ran. Wir würden gerne verstärkt mehr Kleidung sehen, selbst genäht, selbst entworfen, nach Grundschnitten von einfach. Aber wir müssen auch dazu sagen, bis komplex. Wir machen nicht nur Kleidung, sondern wir sehen auch gerne alles andere. Genau. Aber wir spezialisieren uns auch zum Beispiel jetzt vorwiegend, gerade wir beide so ein bisschen auf Sticken. Genau. Auf Schnitte, auf Grundschnitte, auf. Also alles, was die Kleidung auch schön macht. Ja, Stickdateien, Entwürfe. Gerne auch Stickereien manuell mit der Hand, Perlen, alles, was euch einfällt. Genau. Alles, was dazu gehört, Kleidung einfach super toll zu machen, gehört in dieses Forum rein. Genau. Wir lieben auch Babykleidung, aber vielleicht ist es nicht für jeden irgendwas. Manche sind ja schon aus dem Alter raus. Vornehmen sieht man natürlich auch sehr viel Babystrampler momentan im Forum. Wir finden das okay, aber ich denke auch mal, traut euch, richtige Kleidung zu nähen, uns das auch zu zeigen, auch eure Misserfolge und Erfolge, damit wir einfach wachsen können und sich generell mehr mit Bekleidung beschäftigen und auch hier mehr sinnvoller Content entsteht. Vielleicht sind wir nicht so lustig wie andere Gruppen, aber vielleicht sinnvoller. Wir möchten euch eigentlich wirklich einen Mehrwert bieten, weil gerade so das Thema Nähen halt von Bekleidung so ein bisschen schwierig gerade in diversen Nähforen ist, weil halt viele Fragen auftauchen. Und ich würde sagen, ich überlasse euch jetzt mal beim Grundschnitt Damen, elastisches Oberteil, den Paul und werde mich hinter die Kamera verziehen und mal die Maßtabelle für euch erstellen. Genau, also Norman macht für euch, beziehungsweise digitalisiert den Maßsatz, den ihr braucht, um einen Schnitt zu erstellen und ich mache das heute mit euch. Sozusagen euer Spickzettel, den ihr halt immer wieder zur Hand nehmen könnt, wo eure Maße drauf sind. Genau. Und ihr macht jetzt mit dem Paul elastische Damenschnitte, Grundschnitt und dann sehen wir uns später zu den Männerschnitten wieder. Denn wir machen ja auch gerne Content für euch, aber ich möchte auch so egoistisch sein und sagen, ich mache mittlerweile auch Content für mich. Genau. Ich komme sonst nie dazu, mir was zu nähen und ihr seid der perfekte Anlass, sich mal um mich selbst zu kümmern. Nicht nur du, sondern ich genauso wenig. Wobei natürlich ihr auch Herrenbekleidung nähen wollt, ihr habt ja die Männers, die ihr ausstatten möchtet und ich bin mir auch sicher, viele Männers gucken dazu und möchten vielleicht auch selbst Schnitte gestalten. Deshalb jetzt die Damen, dann später die Herren. Und in der Zeit ich die Maßtabelle. Genau. Und dann sehen wir uns später wieder. Ne? Super. Du schwenkst jetzt die Kamera mal bitte auf den Schnitt. Kriegen wir hin.
Ich habe da mal was vorbereitet. Ich habe heute natürlich nicht nur mit dem gescheiterten Versuch, mich zu digitalisieren, beschäftigt, sondern auch für euch so einen Schnitt aufgestellt. Damit ihr mal seht, wie sieht denn der Grundschnitt aus für die Damen als elastisches Oberteil. Es gibt Unterschiede zwischen Webware und elastisch. Ja? Hier sind andere Bequemlichkeitszugaben, hier wird ein bisschen anders gerechnet, weil natürlich die Elastizität von Jersey und auch elastischen Webwaren, das gibt es ja auch, eine gewisse Spannbreite überschreitet und man kann eben mehr da machen. Und heute machen wir quasi, das ist das Vorderteil. Ich hoffe, ich schiebe jetzt nicht so weit raus. Und das Rückenteil. Und da fängt man ja auch an. Erstmal mit den Höhenmaßen. Und dann mit den dazugehörigen Ringmaßen. Hier ist der Abnäher für die Brust. Und den werden wir auch später verlegen, damit er nicht unbedingt oben in der Schulter ist. Entschuldigung. Sondern vielleicht auch hier in der Seite. Und da fangen wir an. Bitte entschuldigt mich schon im Voraus. Ich muss auch natürlich ab und zu in mein Lehrbuch gucken. Ich habe an über 30 Lehrbücher im Atelier. Ich kann mir nicht jede Grundschnittaufstellung merken. Ich weiß, woran ich bin, aber ich muss natürlich auch ab und an nachschauen. Wer sich damit beschäftigt, um sich wirklich Kleidung selbst zu machen, der sollte sich auch Lehrbücher holen. Der Europa-Lehrmittelverlag hat wirklich günstige Bücher, wo man sehr vielen Content dazu findet. Ansonsten kann ich den Profi-Verlag empfehlen. Nein, ich bekomme kein Geld dafür. Das ist quasi Werbung im eigenen Sinne. Beziehungsweise damit ihr wisst, wo ihr suchen müsst. Und das ist natürlich System Müller und Sohn. Das ist quasi der, wie sagt man, der Platzhirsch, was Schnitterstellung anbelangt. Da könnt ihr quasi die wichtigsten Sachen sehen. So, ich rolle jetzt meinen Schnitt hier zusammen. Und habe mir meinen Maßsatz fertig gemacht, vorher schon. Ich richte mich tatsächlich nach der Konfektion, nach Größe 38, denn ich habe momentan auch keine Dame da, die ich ausmessen könnte. Ist ja aber nicht so schlimm. Werde natürlich auch nach 38 nähen und ich habe ja auch schon festgestellt, Entschuldigung, ich hole es wieder ins Bild, meine Maße, was die 38 anbelangt, entsprechen nicht meiner Büste. Ich werde aber die Büste anziehen mit dem, was ich nähe. Und ich werde euch zeigen, wie man Fehler ausmerzen kann, wenn irgendetwas nicht passt. Also ich mache bewusst auch Fehler für euch jetzt momentan. Den einzigen, den ich nicht machen werde, ist der Brustumfang. Den werde ich tatsächlich ändern, weil sonst kommen wir damit nicht in die Pötte. Und ich stelle den Schnitt jetzt Schritt für Schritt mit euch auf. Den habe ich nur gemacht, falls ihr zwischendurch Fragen habt. Ich lese ja auch mit. Moment, ich mache mir das Video auf und leise. Ich lese mit. Und da können wir uns immer wieder dran orientieren und uns das mal anschauen, wie das funktioniert. Norbert, ich würde dich bitten, wenn ich jetzt die ersten Striche mache, Ich sage dir noch Bescheid, dass die Kamera auch vor allem hier das Blatt erfasst, weil ich fange quasi mit dem Rückenteil an. Guck mal, wir haben jetzt noch ein bisschen Verzug. 30 Sekunden. Ich möchte, dass die Mädels das sehen. Ich setze den ersten Strich, das ist quasi der Rücken. Und da kannst du dann nachverfolgen, wie ich das mache. Weiß nicht, ob man das jetzt gut sieht. Also ich nehme schon, als allererstes mal vielleicht wichtig zu sagen, Schnittpapier. Jede Menge. Genau. Jede Menge Schnittpapier. Bitte kauft euch nicht sinnlos irgendwelches teures Papier, was in DIN A0 abgepackt ist, was es auch gibt. Wenn ihr wirklich mal alle Heiligabend einen Schnitt macht, könnt ihr das gerne tun. Ansonsten lohnt sich das nicht. Ich kaufe mir immer Blumenpackpapier. Das ist nämlich semi-transparent. Das bekommt man auf Rolle, ich weiß nicht, 50 Meter für einen Apfel und ein Ei. Und wenn mir eine Rolle ein Jahr langt, reicht sie euch für 10. Ja, ich mache jeden Monat. Ich glaube, ich habe die nächsten 5, 6, 7 Jahre was davon. Ja, ich mache jeden Monat Schnitte, viele Schnitte. Ich probiere damit auch sehr vieles aus, bevor ich überhaupt ans Nessel gehe. Genau. Insofern, wenn ihr das vorhabt zu machen, holt euch
so eine Rolle, kannst du ja mal hinschwenken. Ich weiß, es sieht komisch aus, aber so sieht der Spaß aus. Das sind, ich glaube, auch so um die 30, 35 Meter. Eine Rolle Schnittpapier. Ich habe mein Buch hier zurechtgelegt, wundert euch nicht. Ich muss natürlich auch immer nachschauen, wegen der Bequemlichkeitszugaben und ob ich einen Fehler mache. Ich sage euch eins, der Abnäher vorne für die Schulter ist gar nicht so einfach. Der ist schon ziemlich tricky. Da muss ich selbst nachgucken. Und deswegen bräuchte ich dann auch eine dünne Kordel oder irgendwas, um dann später auch noch die Radien zu zeichnen. Mhm. Genau. Gucken wir mal. Was braucht ihr denn? Ihr braucht natürlich ein Schnittlineal. Mindestens eins. Das ist natürlich von Herrn Guido Rufenbitzer aus dem Berufskolleg in Stuttgart. Man kann es über ihn beziehen. Ich sage euch auch die Internetadresse. Werbung im eigenen Sinne. Ich bekomme kein Geld dafür. Es nervt mich sowas, das zu sagen, aber es ist so. Ich arbeite mit dem Lineal schon seit 14 Jahren. So schaut es mittlerweile aus. Ein paar Sachen sind verblichen, aber wir können auch gerne mal das Pendant dazu zeigen, was nicht von... Also ihr könnt auf www.pattern-max.de schauen, da könnt ihr das beziehen. Wenn ihr wollt, machen wir auch gerne einen Sammellink. Genau. Und ich rufe Herrn Hufenbitzer an und bestelle mal alle Lineale. Die Leute, die im Voraus bezahlen, bekommen auch ihr Lineal zugesendet. Das hat sich, dieses Lineal finde ich ganz cool, habe ich nicht gewusst. Ist sehr ähnlich dazu aufgebaut, hat sich Norman aus England geholt. Genau. Auch da lese ich mal die E-Mail-Adresse vor, die steht ja auch drauf, www.liquiddraw, also so wie liquid und raw, .co.uk. Genau. Und hier sieht man auch an dem Lineal, hier sind die Seam Allowances, 5 mm und 10 mm kann man sich dran orientieren. Auch hier kann man sehr schön die Nahtzugaben durchzeichnen, weil das Ding ja hier auch Abgrenzungen hat. Und hier natürlich mit metrisches System. Deins ist in Zentimetern, ja. Zentimeter. Ja, da habe ich auch Wert drauf gelegt. Ich wollte das nicht in Inch und weil es halt doch schwierig ist, wenn man amerikanische und englische Schnitte hat, genau. Inch und 3/8 und ja. 1/4 und deswegen auch nach wie vor Zentimeter. Meins ist genauso aufgebaut. Es hat noch kleine Pünktchen an der Unterseite, damit es auf dem Papier besser gleiten kann und man es natürlich auch wieder hochnehmen kann. Auch hier ist das gleiche System gemacht. Das Lineal von Herrn Hufenbitzer ist etwas länger. Da hat man auch vielleicht das bisschen einfacher, Schnitte zu machen. Ansonsten gibt es das sogenannte Schneiderlineal, genau. Aber da fehlen halt, ich glaube die französische Kurve. Ja, kleinen Moment. Ihr braucht nicht unbedingt eine Maschinerie an Linealen. Ihr könnt natürlich auch selber Schablonen machen, wenn ihr wollt, aus Pappe. Die wichtigsten Schablonen ist natürlich das Halsloch, das Armloch. Dafür werden sie hergenommen. Und dann gibt es natürlich auch noch die Prüm-Variante. Die ist etwas größer als das Hufenbitzer-Lineal, ist aber ein bisschen ärmer, was die Nahtzugaben anbelangt und auch die Kurvengestaltung, wobei sie eigentlich dem klassischen Schneiderlineal oder dem Schneiderwinkel entspricht. Wenn ihr sowas nicht zu Hause habt, schaut doch mal bei den Kindern nach in den Schubladen. Viele brauchen sowas für die Schule. Sieht man das? Ja, man sieht's, aber das Ding ist relativ dünn. Du müsstest mal vielleicht eins der Lineale wegnehmen. Okay. Jetzt kann man es besser sehen. Genau. Also, Kinder brauchen das öfters vielleicht auch in der Schule. Gerade Geometrieunterricht. Genau, da könnt ihr euch das dann mal später wegnehmen, wenn sie es nicht mehr brauchen. Und das reicht auch vollkommen. Ansonsten, wie gesagt, wenn ihr gar keine Mittel zur Verfügung habt, schnappt euch einen Pappkarton, malt euch eine schöne Kurve, die ihr fürs Halsloch und fürs Armloch braucht. Ihr könnt euch danach den Linealen richten, die es so gibt. Das kann man ja alles recherchieren. Und dann habt ihr für 0 Euro eine eigene Schablone, die ihr genauso gut hernehmen könnt. Wichtig ist, dass sie natürlich eine gewisse Stärke hat, dass man da den Stift ansetzen kann. Weil, wie gesagt, auch Lineale sind nicht gerade kostengünstig. Ne? So sieht's aus. So, ich lasse mir das dazu verlängern. Vielleicht brauche ich das noch. Das, gut, die nehmen wir mal weg. Die legen wir beiseite. So, dann wollen wir mal 30 Sekunden Verzögerung ab jetzt wieder. So. Ich lasse mir hier oben ein bisschen mehr Platz, weil ich zeichne ja von der Taille aus. Nach oben später dann das Vorderteil für die Brust. Deswegen schaue ich, dass zum Beispiel hier mein Halsloch für den Rücken ungefähr in die Höhe hinkommt. Und natürlich schaue ich, dass mein Körper auch da drauf passt.
bzw. Stoffbreite, 1,40 Meter, 1,45 Meter ist die normale Stoffbreite. Falls ich das überschreite, müsste ich Papier zusammenkleben. Das macht ihr dann 70 bis 75 cm aus, plus die Zugaben. Die erste Linie, die ich mir hier hinten mache, ist meine Wirbelsäule. Ich hoffe, man kann mich gut verstehen. Apfelkarottensaft, was? Ja, natürlich trinken wir Apfelkarottensaft. Nur Gesundes. Nur Gesundes. Ich bin bei Norman, das geht ja gar nicht anders. Ah ja, die Ironie. So, ich lese mal ein bisschen eure Kommentare durch und dann mache ich gleich weiter. Ich möchte natürlich aufpassen, was ihr da so schreibt. Vielleicht habt ihr ja noch Fragen zwischendurch. Wobei, wenn ich eure Fragen jetzt nicht beantworte, ich lese mir das natürlich auch später durch und gehe darauf ein. Wenn nicht, schickt einfach in den Dressmakers Forum eine Frage, dann wird sie beantwortet. So, Bertha sagt, wir sind der Hammer. Das ist schön, Bertha. Ach ja, und übrigens, wir zeichnen auch für Männer mit Bauch später. Wie gesagt, Anita, ja, dafür mit weniger Zickerei. Wobei, das kann ich dir nicht versprechen, also... Das weiß ich noch nicht. Ich wünsche es mir. Nee, meine trägt nur T-Shirts Sommer wie Winter. Ist der Ken Dressman. Da verstehe ich den Content nicht. Liebe Heike. Gut, also wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, ich gucke zwischendurch aufs Handy. Ansonsten werden sie später beantwortet. Also mit was habe ich angefangen? Jetzt sehe ich es nicht. Hier meine Wirbelsäule. Ich mache eine ungefähr lange Linie. Wie gesagt, ich lasse mir nach oben etwas noch Platz, damit ich ja später für die Brust raus nach oben zeichnen kann, weil ich brauche ja in der Strecke ein bisschen mehr. Also ich, natürlich die Büste bzw. die Frau an sich. Und deshalb habe ich jetzt hier eine Linie gezeichnet. Das ist jetzt mal hier meine Wirbelsäule, mein Rücken. Und da zeichne ich jetzt die ersten wichtigen Ringmasse ein. Das erste ist natürlich das Halsloch hinten am Nacken. So. Da zeichne ich mir meine erste Referenzkante im 45-Grad-Winkel. Ihr zeichnet natürlich fast immer 45-Grad-Winkel. Ansonsten gibt es Spitzen und fehlende Ecken im Schnitt. Deshalb bitte immer 90-Grad-Winkel. So. Die hintere Mitte ist übrigens heilig. Auch die vordere Mitte in den Schnitten, an denen wird zuletzt gedreht und zuletzt gemacht. Ansonsten regelt man die Weite der Schnitte über die Seitennähte. Ja, Claudia, auch Frauen mit Hintern, überhaupt kein Problem in den T-Shirt. Wenn du das so aufstellst, wie ich das mache, kriegst du auch jeden Hintern da rein gebacken. So, also einmal hier den Hals und dann schaue ich natürlich, jetzt sind wir schon beim Armloch. Die Rückenhöhe oder die Armlochtiefe ist mein Maß, das ich gemessen habe, von 20,1 cm. Jetzt ist es ja so, unter der Achsel möchte ich ja, wenn dann mein Ärmel drinnen ist, nicht unbedingt, dass er mir in die Achsel zwickt. Also gehe ich hin und gebe eine Bequemlichkeitszugabe dazu. Bei gewebten Sachen ist die Bequemlichkeitszugabe größer und bei Jerseys ist sie kleiner. Hier sind es tatsächlich nur 0,3, was ich dazu gebe. Und dann habe ich nach meinen Messungen 20,1 plus 0,3 habe ich 20,4. Also 3 mm klingt jetzt nicht nach viel, aber es fühlt sich an. Also man fühlt es am Körper. Ja? Das ist ganz wichtig. 20,4 bin ich hier. Hier zeichne ich auch im 90-Grad-Winkel dann raus. Denn auch diese Tiefe ist tatsächlich mein Brustumfang, den ich dann später brauche, um den Schnitt fertig zu konstruieren. Ich zeichne natürlich weiter aus, später messe ich dann an dieser Linie aus. So, und ich messe natürlich immer da oben von dem Halsloch. Also, das ist quasi hier mein siebter Nackenwirbel oder mein siebter Wirbel. Fängt hier an und von da messe ich auch immer aus. Also ich messe die 20,4 Armlochtiefe aus. Ich messe jetzt die Rückenlänge auch hier aus. So. Jetzt sehe ich gerade, warum habe ich mir das nicht eingetragen. Ich schaue gleich.
Die Rückenlänge habe ich ja gemessen, vom siebten Wirbel bis zur Taille am Rücken entlang. Und sie hat jetzt quasi in den, lass mich nicht lügen, 41,6. Ich habe in der Rückenlänge gar keine Bequemlichkeitszugabe, denn ich möchte, dass das T-Shirt auch in der Taille dann zu liegen kommt. 41,6 ist dann hier vom siebten Halswirbel runtergemessen, zeichne meine Taille auch wieder im 90 Grad Winkel ein. Und dann natürlich meine Modelllänge bzw. meine Hüfttiefe, wo dann mein Oberteil endet und das ist quasi auf der Hüfte. Das sind 60 cm nach unten, mein Lineal hat 50 plus 10. Übrigens, alle konstruierten Schnitte werden ohne Nahtzugabe gezeichnet. 60. Schaut bitte, dass ihr schön parallel bleibt, sonst schleichen sich Fehler ein. Übrigens, auch die Schnitte werden später nochmal nachgemessen und überprüft, ob nicht irgendwo ein Bug vorliegt. So, das habe ich gemacht. Das allererste, was ich brauche, ist mein Halsloch. Und dazu brauche ich natürlich den Halsumfang. Und da kommt die allererste Formel auf uns zu. Wie messe ich das? Wie messe ich das aus? Jetzt schaue ich mal selber, ob ich es mir aufgeschrieben habe. HSU, HSU. Warum auch immer. Ich habe ein anderes Maßsatzblatt benutzt vorher, um euch das aufzuzeichnen. Habe ich nicht mehr da. Ist aber auch nicht wichtig. Ich kann hier im Buch nachschauen. So, ich habe hier die Halslochbreite. Halslochbreite habe ich 6,9 cm. Wie errechnet sich denn die Halslochbreite? Ich zeichne das mal jetzt auf, wo da der Unterschied ist. Also, die Halslochbreite erklärt ja nur, übrigens, das ist die erste Linie, die zweite Linie, die dritte. Und die vierte Linie. Meine Halslochbreite ist tatsächlich auch die Breite vom Halsloch. Die brauche ich. Und das ist eine konstruierte Breite. Und die ergibt sich aus dem Umfang vom Halsloch, also Querschnitt durch den Hals. Den teile ich durch 6. Plus einen Zentimeter. Also, Halslochumfang, HSU, ist, Entschuldigung, ja doch, kann ich schreiben, zum Beispiel 38 geteilt durch 6 plus 1. Also immer den Halslochumfang messen, geteilt durch 6 plus einen Zentimeter ist gleich meine HSBR, Halslochbreite. Mal schnell den Calculator holen. Taschenrechner wäre auch übrigens sinnvoll, wenn man sowas macht. So. 38 geteilt durch 6 ist 6,3 plus 1 ist gleich 7,3. Wäre zum Beispiel für den Halsumfang von 38 ist die Halslochbreite 7,3. Also nochmal, den Umfang des Halses geteilt durch 6 plus 1 cm ergibt die Halslochbreite. Das sind dann 6,3 plus 1 sind 7,3. So errechnet sich das. Ich sehe, ihr habt keine Fragen, schaut stillschweigend zu.
Ich winke mal dazwischen. Ich weiß, ihr könnt mich nicht sehen. Also 7,1 trage ich jetzt hier ab. Ja, und auch jeder Millimeter ist wichtig. 7,1. 2 cm hoch, auch im 90 Grad Winkel. Jetzt kommt das erste Mal mein Kurvenlineal ins Spiel, wo ich auch eine Kurve brauche. In dem Lineal ist es hier die innere Kurve, die macht es mir ganz leicht. Die kann ich hier nämlich anlegen. Mal von oben ins Halsloch zeichnen. Et voilà. Und hier passt jetzt mein Hals hinten rein. So, jetzt richten wir uns nach der Brustbreite bzw. Brustumfang. Schnitte werden ja immer zur Hälfte konstruiert. Also immer nur für die Hälfte des Körpers. Und deswegen brauchen wir auch hier die Hälfte des Rückens, dann brauchen wir den Armdurchmesser und die Hälfte der Brust, genau. So, und die haben auch Zugaben, auch Bequemlichkeitszugaben, denn ich möchte mein T-Shirt anziehen, ohne dass es spannt. Und bei Jersey ist es nicht viel. Da haben wir zum Beispiel in der Brustbreite nur einen halben, also 0,5 mm, halben Zentimeter, Rückenbreite 0,2 und Armdurchmesser 0,4, aber das ergibt sich. Also, das sind quasi dann fast 2 cm, über 2 cm im fertigen Schnitt, wo ich dann an Bequemlichkeitszugabe habe, so heißt das Ding nämlich. Und es gibt natürlich auch im Schnitt verschiedene Passformklassen. Wenn jemand Fragen zu Passformklassen hat und es sollte irgendwo aufgetaucht sein, bitte fragt mich, erkläre ich euch gerne. Können wir uns auch damit beschäftigen, ist sehr interessant zu wissen. Aber ansonsten Passformklassen, ich denke, heutzutage für Konsumenten irrelevant. So, jetzt zeichnen wir erstmal unsere Rückenbreite ein. Das sind bei mir 16,5. Plus 2 mm sind 16,7. So, jetzt wollt ihr bestimmt wissen, wie komme ich denn auf die Rückenbreite? Auch da gibt es wieder Formeln in dem Buch, wo ich nachgucken kann. Jetzt treffe ich mich ein bisschen unvorbereitet. Formeltabelle. So, Rückenbreite. So, die Rückenbreite hat auch eine Formel, die schreibe ich auf. RB ist die Rückenbreite, ist gleich einmal Brustumfang BRU geteilt durch 8 plus 5,5 cm. So, einmal Brustumfang geteilt durch 8 plus 5,5 cm ist meine Rückenbreite. Diese Formel ist allgemein gültig. Wobei natürlich das jetzt auch so ist, ab der Größe 52 gibt man mehr Zugaben dazu. Da ändert sich auch die Konfektion. Da werden die Schnitte breiter, nicht nur um 4 cm, sondern um 6. Aber wenn da jemand Hilfe braucht, wir sind da. So. Übrigens vielen Dank an Stuttgart und an Herrn Hofenbitzer. Das Zweitbeste, was mir im Leben passiert ist. Ich denke, ohne Schnitttechnik wäre ich heute nicht so weit und ich bin froh, dass mich das Feld auch interessiert hat. Und es ist auch eins der elementaren Dinge, wenn man Modedesigner ist, meiner Meinung nach, sich auch mit Schnitttechnik auseinanderzusetzen. So, ich habe die Rückenbreite eingezeichnet mit Bequemlichkeitszugabe von 2 mm. Das sind bei mir gewesen 16,7. Ich habe mich hier eine Markierung gemacht. Das ist aber natürlich nicht alles. Denn jetzt muss ich meinen Armdurchmesser da anzeichnen. Jetzt ist es so, dass die Hüfte hier im Schnitt rausgucken würde. Deshalb lasse ich hier eine kleine Distanz. Ich muss meinen Armdurchmesser tatsächlich ein bisschen teilen. Und zwar ein Drittel kommt vorne hin und zwei Drittel hinten.
mir nur noch die Masse hier los. Was ist der Armdurchmesser? Der Armdurchmesser ist ganz einfach, wenn man sich... Jetzt musstest du mal nochmal in die Kamera bitte. Mhm. Sieht man die Olga? Moment, Olga sieht man jetzt und dich sieht man jetzt auch. Also, Rückenbreite ist von hier bis hier. Wir brauchen immer natürlich nur die Hälfte. Der Armdurchmesser ist von hier bis hier, weil da ist das Armloch. Und die Brustbreite ist natürlich von hier bis hier. Und das konstruieren wir jetzt. Wir konstruieren quasi einen Teil vom Rücken von der hinteren Mitte bis hierhin. Dann den Armdurchmesser, weil wir hier das Armloch später einzeichnen. Und dann von hier bis zum Schluss natürlich die Brustbreite. Und das mit Zugaben, weil so wie es jetzt ist, wäre es einfach zu eng. Und wir wollen ja, dass der Jersey einfach schön entspannt sitzt und sich nicht über den Körper quält. So, jetzt bräuchte ich wieder die Kamera auf den Schnitt. Also ich habe jetzt die Rückenbreite eingezeichnet. Ich schreibe es auch euch gerne auf. Rückenbreite. Jetzt kommt der Armdurchmesser und der muss geteilt werden. Natürlich gibt es für den Armdurchmesser wieder mal eine Formeltabelle. Die richtet sich ja immer nach Brustumfang. So, und natürlich nach Brustumfang, je nachdem was man für einen Brustumfang hat, ist die Formel auch unterschiedlich. Also wer das wirklich machen möchte, muss, kommt nicht dran vorbei, entweder eine Formeltabelle zu kaufen, wo die ganzen Schnitte draufstehen, beziehungsweise mit dem Schnittbuch ist man echt gut bedient. Im Gegenteil zu den anderen Fachschnittbüchern ist das ein Schnäppchen, wirklich kostengünstig und wirklich sehr gut erklärend. Teilweise besser als Müller und Zoom. So, das ist bei mir Brustumfang geteilt durch 8 minus 1,5. Also der Armdurchmesser ARD ist gleich Brustumfang geteilt durch 8 minus 1,5. Kann man das sehen? Mhm. Gut. Und dann mache ich gleich auch weiter mit der Brustbreite, weil die ist dann natürlich vom Armdurchmesser. Wenn man sich jetzt den Schnitt anschaut, 1, 2, 3, also einmal Rücken, einmal Arm, einmal Brust. Auch da brauchen wir eine Formel. Und die Formel für die Brustbreite ist wieder mal der Brustumfang, also alles richtet sich nach Brustumfang. BRB ist gleich Brustumfang geteilt durch 4 minus 4. Also Brustbreite ist Umfang. Es hängt, Heike Schröder sagt, das Video hängt. Wenigstens bei ihr. Also schaut mal bitte, sagt mir Bescheid, ob das Video hängt. Guck mal, siehst du dich? Ich guck mal. Ich sehe alles gut. Also das läuft, ja. Wenn nicht, gucke ich jetzt mal bei mir. Also hier läuft es bei mir. Wir haben aber nur noch 9 Zuschauer. Ich denke 8 interessiert keine Sau mehr. Macht nichts. Für die 8, die ihr da seid, ich mache das gern. Vielleicht schauen sich auch später mehr Leute das Video an. So, einmal meine Rückenbreite plus 0,2. Millimeter an Bequemlichkeitszugabe, von der aus den Armdurchmesser nur in, alles klar, Bertha schaut noch zu, Claudia auch, den Armdurchmesser, der beträgt ja jetzt bei mir 9,3 cm plus 0,4 0,7 7. Ja, also ich sehe es noch, also Live-Übertragung läuft. 3 mal 2, so 6,46 cm, weil ich den Armdurchmesser ändern, also den Armdurchmesser aufteilen muss. 6,46 kommen hier hin.
Ich erkläre das gleich nochmal alles, damit ihr das verstehen könnt. So quasi bei der Rückenbreite schieße ich eine Linie hoch. Dann habe ich 2/3 von meinem Armdurchmesser mit Bequemlichkeitszugabe hier eingezeichnet. Das sind 2/3 ARD. Dann lasse ich eine Lücke, weil ich hier unten drunter tatsächlich noch die Hüfte einzeichnen möchte. Circa von 10 cm. Ja, Differenz gibt es zwar, sollte es aber nicht geben. Kann hier schon mal die Linie runterziehen, auch im 90-Grad-Winkel alles. Übrigens, der Körper hat keine Ecken, nur Rundungen. Dann fange ich hier wieder an und gebe den restlichen Armdurchmesser, der ja 1/3 noch übrig geblieben ist. Und das sind 3,2. Ein Drittel ARD, 3,2 cm. Hier sind 6,4 cm. Gebe ich dazu und dann folgt meine Brustbreite. Auch hier ist es dann wieder so, da zeichne ich runter. Das, was ihr schon erkennen könnt, sind die Seitennähte, Rückenteil, Seitennaht, Seitennaht vom Vorderteil. Hier beginnt dann das Armloch. Falls ihr euch mit dem Thema nicht beschäftigen wollt oder nicht auseinandersetzt, werdet ihr nie einen Schnitt haben, der euch richtig passt. Also wer das übergeht, ist halt so. Kann es nicht ändern. Dann muss man halt learning by doing, ne? Immer wieder ausprobieren, ob es funktioniert. Warum mache ich das? Weil wenn der Schnitt einmal steht, dann passt er halt immer, außer ich schwanke gravierend im Gewicht. 18,7. Jetzt zeichne ich die vordere Mitte ein und auch hier einfach nach unten aus die Linie verbindend, nach oben einfach nur verlängert. Denn gemessen wird ja gleich später. Und hier kann man das schon erkennen. Das wird die vordere Mitte. Das wird meine Seitennaht. Das ist meine Seitennaht. Die sind ja immer symmetrisch, die Seitennähte. Die müssen ja später aufeinander passen. Hier kommt mein Armloch rein. Hier ist momentan auch nichts drin und kommt auch nichts rein. Aber hier wird die Hüfte ausgestellt. Und hier ist mein Rückenteil. Wonach richten wir uns jetzt? Hier hinten fehlt mir ja noch die Schulter. Auch die brauche ich. Ich habe eine Schulterbreite von 12 cm. Ja, 12,1 cm. Auch hier gebe ich 2 mm an Bequemlichkeit dazu. Und wie löse ich das Problem, damit ich weiß, wie der Winkel von der Schulter passt? Vorerst gehe ich 1,5 bis 2 cm hier runter. Ich mache 2. Setze an meinem Halsloch hier oben an. Schau, wo meine 12,4 cm landen, damit ich dann später auf dieser Höhe bin. So, und da bin ich. Jetzt habe ich ja noch immer kein voll funktionierendes Armloch. Wie kommt das denn zustande? Ich muss hier quasi jetzt parallel einzeichnen, wie das Armloch da reinkommt. 1,3 unten am Ärmeleinsitzpunkt, am hinteren Ärmeleinsitzpunkt. Und am hinteren Punkt hier hinten, ich messe meine Schulter aus, da bin ich bei 19 cm, die Hälfte ist 14,5, das ist 5 bis 4,5, 9,5,
Das ist quasi mein hinterer Punkt hier. Und der guckt jetzt nach außen raus. Einen Zentimeter. So. Der Ärmeleinsatzpunkt. Der hintere. Da muss ich jetzt selber schauen. Geschrieben gehabt. Auch für den gibt es wieder eine Formel. Jetzt tatsächlich nö. Ah. Ja, auch von der Linie. Das ist nämlich dann die Hälfte von der Hälfte. Und das schaut dann 1,5 aus. Dann hier. Jetzt habe ich mein wunderbares Schnittlinear. Hier ist ja quasi mein hinteres Armloch zu Ende. Ich lege hier oben an der Schulter an und schaue, dass mein Lineal diese Punkte berührt, die ich eingezeichnet habe, so gut wie es geht, damit es später ein schönes Achselloch ergibt. So, schon habe ich das hintere Armloch gezeichnet, zusammen mit Schulter. Hier sieht man auch schon für den Nacken den Ausschnitt und es geht nach unten. So, jetzt gibt es so ein Ding mit der hinteren Mitte bei T-Shirts und Dingen, die auch enger sitzen sollen. Ich muss nicht die hintere Mitte etwas anschrägen. Wobei ich dann auch natürlich von dem Punkt, den ich gemacht habe, messen soll, weil sich das verschiebt. Ich kann unten in der Hüfte 2 cm eintragen. Jetzt brauche ich das längere Lineal, was ich liegen lassen habe. Weil meins wird nicht genügen. Und kann wieder vom 7. Halswirbel hingehen und hier mal runterzeichnen. So, bei Webware ist das noch anders, da zeichne ich nur in die Taille und gehe dann wieder runter. Bei Jerseys ist das kein Muss, aber ich kann. Ich habe dann später einen Schnitt, der schöner anliegt. Ja, muss ich aber vorher machen, weil ich jetzt quasi ab dem Punkt rechne. Und ab dem Punkt in der Taille, also da sind meine neuen Referenzpunkte. Wenn ich jetzt Typfallscheißer wäre, hätte ich die 0,4 cm weiter rausgehen. Kann ich ja auch machen. Habe ich später noch nicht vergessen. Ich zeichne es für euch nicht ein, sonst habt ihr eine Linie, an die ihr euch nicht orientieren könnt. Ich mache es dann später für mich, besetze ich das auch. Warum? Ich habe eine neue hintere Mitte gezeichnet und die ist jetzt angeschrägt. Ich bin jetzt nicht mehr im 45-Grad-Winkel. Das ändert sich dann aber hier unten, wenn ich die Hüfte anzeichne, läuft sie im 45-Grad-Winkel. Auch da muss ich dann eine neue Linie machen. Die läuft dann jetzt bis hierhin. Dann gehe ich parallel zu meinem Schnitt, weil auch natürlich die Seitennähte hier zusammenpassen müssen, und ziehe hier am Vorderteil eine leichte Rundung. Dann weiß ich, wenn ich die Schnitte hier später verbinde, passen sie zusammen. Und dann habe ich noch die Taille. Jetzt ist ja hier alles kastig angezeichnet. Aber die Taille ist ja quasi eine Rundung. Wobei in der Konstruktion machen wir schon Ecken, später aber nicht mehr. Also der Modellschnitt hat keine Ecken. Beziehungsweise schon beim Zuschnitt sollte das nicht passieren. Ich weiß, dass ich hier zum Beispiel die Brust genommen habe. Ich messe trotzdem immer wieder nach, weil das wichtig ist. 22 cm habe ich jetzt vorne, insgesamt mit Armlochdurchmesser, einem Drittel davon, zwei Drittel hinten, und ich messe natürlich hier ab dem neuen Punkt, habe ich 22,5,
anstatt 23, wie ich wollte. Egal. Und überprüft das jetzt. Auch hier die Taille kann ich mir nochmal messen, weil ich fange ja ab hier an, da ist der Punkt ja auch wieder woanders. 22 cm habe ich in der Taille. Am Anfang ist es gut, wenn man sich auch die Linien beschriftet, damit man weiß, wo man im Schnitt gelandet ist. Denn später ist es vielleicht nicht ersichtlich. Ihr hattet ja nicht das erste Mal einen Schnitt in der Hand. Ihr könnt jetzt schon daran sehen, wie dieser Schnitt erwächst. Ich habe mich jetzt nach dem breitesten Punkt orientiert an meinem Körper und das ist natürlich der Brustumfang. Aber die Taille ist ja in der Regel schmäler. Egal wie viel ihr auf den Rippen habt, es ist eine Taille da. Es ist immer so. Ja? Also kein Mensch hat quasi eine Rundung nach außen, wir sind immer eine Sanduhr. Ob das jetzt eine Sanduhr ist, die kaum erkennbar ist, mag schon sein, aber im besten Fall haben wir eine. Und dann gehe ich hin und rechne mir das natürlich aus. Hinten habe ich in der Taille 22 cm ab meinem neuen Punkt. Vorne habe ich in der Taille auch 22 cm. Das macht es für mich einfach, weil ich habe insgesamt dann 44 cm zusammen. Und da das ja nur ein halber Schnitt ist, mal 2, sind es dann 88 cm, wenn ich das Oberteil anziehe. Meine Taille entspricht aber 72 cm. Also habe ich eine Differenz. Und dann muss ich 88 cm minus 72 machen. Und die Differenz ergibt sich. 16 cm. Das ist jetzt natürlich 88, war meine komplette Taille im Schnitt. 72 ist meine normale. Bleiben 16 übrig. Ich möchte in der Taille aber auch noch etwas. Und das ist auch kein Muss. Bei Schnitten mit der Passform Klasse 0 sollte es natürlich nicht sein. Ich finde aber, ein T-Shirt muss nicht so hauteng sein. Enger kann ich dann noch immer bei der Anprobe machen. Ich würde hier gerne noch einen halben Zentimeter dazugeben. Es ist nicht viel, aber man spürt diesen halben Zentimeter in der Kleidung. Und deshalb 88 minus 72 sind 16 cm. Die teile ich durch 2. Dann weiß ich, was für die Strecke übrig bleibt. Aber ich verteile es ja vor, also in der Seitennaht vorne und in der Seitennaht hinten gleich, sind 8 cm. Ja, hätte ich dann 4 cm quasi zum Wegnehmen, aber da ich das nicht möchte, sind es 3,5 cm, denn ich möchte überall einen halben Zentimeter noch erhalten. Wenn ich will, dass das T-Shirt wie ein Ganzkörperkondom sitzt, nehme ich natürlich die 4 cm. Aber das will ich nicht. 3,5 reichen mir. 3,54. Momentan zeichne ich natürlich geradeaus runter. Da ist die Taille. Da ist die Taille. Und dann brauche ich ja auch noch die Hüfte. Und da passiert ja auch das Gleiche.